Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry. Das hier ist jetzt Folge 12 und ja, in der letzten Folge am Ende so einen kleinen Fail gehabt. Was bedeutet, dass wir uns den Weg zum, ja, zum Vorarbeiter, zu den Bauplänen nochmal. Genau. Warte mal, der mit seinem Raketenwerfer, da war irgendwo hier oben. Ach, da vorne sind auch nochmal Häuser. Siehst du, habe ich auch nicht gesehen. Ach, guck mal den an. Ja, den werde ich mir aber so schnappen. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, wie ich das mache. Keine Ahnung. Irgendwie. Die Scheiße ist jetzt natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob es was gebracht hat, das letzte Mal einige von den Gegnern vorher auszuschalten mit dem Scharfschützengewehr, weil da doch wieder einige waren. Hast du das gehört? Ich Er hole ist Hilfe! es! Beschäftigt Code ihn, Roland! Rot! Code Rot! Er hat echt gefunkt, Alter. Willst du mich verarschen? Ah, okay, ich glaube, das war ich. Okay, wir werden jetzt trotzdem nochmal ein paar wegsnipern hier. Macht ja auch Spaß, bekanntlich. So, du bist gerade am stehen geblieben gewesen tun. Ah ja. Noch zwei Schuss habe ich. Ich hoffe natürlich, dass ich, dass beide Schüsse tödlich sind. Der war nicht so schlecht. Mal gucken. Ja, und wo steckst du? Wo? Alter. Ach, jetzt sehe ich ihn. Okay, hat hier getroffen. Zumindest das. So. Wechselt die Waffe. Wow, also dass der mich nicht gesehen hat, ne? Alter, 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 Alter! Vielleicht kann ich. Was ist denn hier los? Der hat mich diesmal schnell entdeckt, aber ich habe ihm ja auch eine Granate entgegengeworfen. Mist, ist alles okay? Sag mal. Jetzt ist aber gut, ich bin schon wieder fast tot. Ausrasten könnte ich gerade. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin schon wieder fast tot. Aber so richtig tot. Tot. So mit Sterben, weißt du? Oh, der hat. Oh, der hat Panzerung gehabt. Nochmal. Vielleicht jemand mit einem Medipack? Der hat auch Panzerung. Medipack, Medipack, Medipack. Okay, aber Panzerung ist auch schon mal ganz gut. Ich habe keinen Bock, nochmal zu sterben, weil wir es dann nochmal machen müssen hier. Alter, da unten steht noch einer. Der hat auch direkt in meine Richtung geguckt. Nee, den treffe ich wahrscheinlich gar nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich sehe dann auch von hier kaum. Alles draußen hell ist. Und hier dunkel. Alter, wie hat der mich da hinten jetzt entdeckt? Du bist echt eine Arschgeige. Guck mal, da kommt noch einer. Okay, der ist auch schon mal down. Alter. Der Typ da zwischen den Bäumen, ne? Jetzt ist er down. Ich bin schon wieder fast komplett weg vom Fenster hier. Kann doch nicht sein. Dass die einen von da hinten treffen auch und sofort sehen. Ja. Halt die Fresse, Alter, du nervst. Toll, 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 toll. Genau, ich wollte gerade sagen, leg dich mal hin. Nee, bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts. Junge, 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 Junge. Vielleicht mal eine Blendgranate. Blendet die überhaupt? Ich hoffe es. Vielleicht ist das gar nicht so schlau, was ich hier mache. Ist er tot? Oh, ich habe auch fast keine Munition mehr für meinen. Der P90. Fuck. Ich mache mir Sorgen um den mit dem Raketenwerfer. Wenn die Musik anfängt zu spielen, heißt es, die haben mich gesehen, oder? Natürlich. Ah, das Spiel ist schon ein bisschen knackig. Und ich spiele gerade nur auf Mittel, ne? Wenn ich mich nicht irre. Wie
Wieso habe ich den nicht getroffen? Ist der kaputt? Ich habe noch 4 Schuss. Deswegen werde ich mal die Waffe wechseln. Oh, Panzerfaust geht immer. Von der M4 bin ich ja nicht so begeistert. Weiß nicht, ich mag die in diesem Spiel nicht so sehr. Eigentlich mag ich sie sonst. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich bin da gerade einfach runtergerutscht. Oh, da steht noch einer. Hör ich noch einen Helikopter? Ich glaube ja. Ja. Kacke. Ich weiß aber nicht, ob der mich gesehen hat. Sieht fast nicht so aus. Aber nur fast. So, hier ist der Vorarbeiter gewesen. Das Geschütz ist aber unbemannt, ne? Sieht zumindest so aus. So, jetzt das Ganze nochmal. Haben Sie den Vorarbeiter gefunden? Ja, der liegt hier. Ich sehe mir gerade die Blaupausen des Regulators an. Die Hauptverbindungen scheinen in den Sektionen 4, 5 und 7 zu liegen. Ausgezeichnet. Gehen Sie in den Regulator. Ich markiere Ihnen die Zielpositionen, die Sie erreichen müssen. Viel Glück. Okay, okay, okay. Ich habe das Gefühl, es würde jetzt, es läuft jetzt vielleicht gerade ein bisschen besser tatsächlich. Wo ist denn der Typ mit der Panzerfaust eigentlich hin? Der das letzte Mal. War das der, der hier oben stand? Ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, wartet mal. Ich werde mal kurz in den Container hier gehen. Mal gucken, ob ich da vielleicht was finde. Ja, Munition auf jeden Fall. Raketen. Okay, Raketen für den Raketenwerfer. Ja, toll. Super. Echt super. Ich muss auch hier hin, oder? Okay, wahrscheinlich eher dahin. Bitte Speicher. Ja, ich muss ja speichern, wenn jetzt ein neues Kapitel kommt. Oder Kapitel. So, ich hoffe auch, dass weiterhin das Ganze mit der Bildqualität und so weiter, dass das passt. Und ich hoffe auch, das stört euch nicht, dass ich hier in Schwarz-Weiß... Ich gehe jetzt rein. Keine Sorge, wir sind hier 0,0 verschwunden. Val, seien Sie vorsichtig. Ich will nicht, dass ich Sie schon wieder retten muss. Jack, Ende. Sie sollten die erste Abzweigung jetzt auf Ihrem Kompass haben. Ich markiere die anderen Positionen, wenn Sie diese aktiviert haben. Ich glaube, die MP5 ist hier gar nicht so schlecht hier. Hier, hier, hier. Oh, da ist auch eine Machete. Die brauche ich. Soll ich die mitnehmen? Nee. Stimmt. Ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges ganz vergessen. Und zwar haben wir das letzte Mal... Oh, das war die falsche Taste. Und zwar haben wir das letzte Mal tatsächlich Val gerettet. Mehr oder weniger. Zumindest soweit wir konnten. Das habe ich voll vergessen. Oh Mann, ich kann es einfach nicht glauben, dass diese Brücke schon wieder kaputt ist. Das soll wohl ein Witz sein. Wie kommen wir denn jetzt rüber? Das Aufbauteam hat eine Pontonbrücke errichtet. Da muss man nur mit Fahrzeugen vorsichtig sein. Was für ein Mist. Oh. Okay. Ist alles okay? Er hat gerade eine Kugel im Kopf gekriegt. Hey! Stehen bleiben! Sterben ist angesagt, mein Freund. So. Okay. Ich glaube, bis jetzt sind wir weiterhin unentdeckt. Was natürlich schön wäre. So, da oben steht noch einer. Ich habe aber allerdings keine Munition für die Sniper. Boah, was müssen wir denn hier? Suchen Sie die erste Verbindung. Ja, supi. Es sind ganz schön viele Gegner. Also das Spiel verlangt jetzt mittlerweile schon ordentliches. Ich weiß jetzt auch gar nicht... wie weit wir denn so mittlerweile sind. Ob wir jetzt das Spiel schon zur Hälfte durch haben oder so. Ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt.
Obwohl, wir sind jetzt 12. Folge. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange wir hier schon rummachen. Ohne Scheiß. So, für Stealth-Aktion ist die MP5 tatsächlich nicht übel. Mit dem Schalldämpfer. Ist auf jeden Fall dafür geeignet. Scheint zumindest so. So, da oben bei der... Ah, da ist er. Fuck, der hat uns gesehen. Ich hoffe, der konnte jetzt natürlich nicht mehr großartig irgendwie Verstärkung anfordern oder irgendwie die anderen warnen oder so. Das wäre auf jeden Fall ziemlich bescheuert. Mein Magen knurrt gerade. Wenn ich das jetzt auch gerade richtig sehe, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen frontal drauf hier. Was aber vielleicht nicht so eine gute Idee ist, weil hier schon einige Gegner sind. Oder wir laufen hier über die Straße. Und wer weiß, was da oben so alles ist. Aber hier können wir uns wohl abseilen oder sowas. Keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir werden einfach nachgucken gehen. Und ich hoffe, dass wir hier im Dschungel auf der Straße keine Gegner mehr begegnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier vielleicht ein paar Trigine sind. Leck mich. Ich habe keine Ahnung. Trigine, ich sag Trigine. Ich hoffe, wenn es jetzt anders heißen mag. Ist doch scheißegal. Das Spiel, also was mich jetzt natürlich am meisten interessiert hier an diesem Spiel, ist tatsächlich die Story. Das Ganze drumherum, das was dahinter steckt, hinter dieser Forschung. Warum man denn diese... Ah toll, da sind echt Gegner. Warum man denn diese Forschung überhaupt betreibt, ist ja schon so eine Sache. Das ist eine Frage, die ich mir stelle, um ehrlich zu sein. Weil ich erkenne einfach keinen Sinn dahinter im Moment. Okay, drei Gegner, die mehr oder weniger in unsere Richtung kommen. Die ersten zwei könnte ich ausschalten, eventuell mit einer Granate. Was war das? Die sind aber höchstwahrscheinlich abgehauen, ne? Da drüben! Einen habe ich tatsächlich mit der Granate erwischt. Oh, fuck. Bevor der irgendwie großartig Hilfe holen kann oder so, direkt mal erschießen. Genauso wie den hier. Was ich auch geil finde, ist, die Granaten und Explosionen und so weiter, die machen tatsächlich Krater hier in die Umwelt rein. Das ist total geil. Total geil. Eine richtig kühle. Ich meine, cool ist auf Deutsch übersetzt eh kühl, aber das ist eine richtig kühle Engine. So, mal kurz gucken. Ja, wie ich sagte, ne, da können wir uns tatsächlich abseilen, so wie es aussieht. Ist voll doof, wenn es von draußen so reinblendet. Schnappt ihn! Und ich hier auf dem PC, auf meinem Bildschirm so gut wie nichts erkenne, Alter. Leck mich am Arsch! Ich habe für keine einzige Waffe mehr Munition, Alter. Das kann doch nicht sein. War das gerade die Konsole? Oh, fuck. Alter, ich muss nochmal... Scheiße. Das war jetzt ein Ultra-Fail, Alter. Für keine einzige Waffe mehr habe ich Munition, Alter. Das kann doch nicht sein. Ah, toll. Ganz toll. Okay, ich muss nochmal kurz zu den Leichen zurück. Ich brauche nämlich eine andere Waffe. Was werfe ich denn jetzt aber weg? Der Raketenwerfer? Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir den nochmal, aber ich mag ihn irgendwie nicht. Nein! Schon doof, wenn man dann die Tasten noch verwechselt und ich eine Granate werfe, anstelle die Waffe wegzuwerfen. Oh, Mann. Ich bin so ein bisschen Counter-Strike halt eben gewöhnt. Gerade so Ego-Shooter, ne, Waffe wegwerfen mit G. Ach, natürlich, der hat mich sofort gesehen, ey. Spasti. Alter, ich bin auch schon so wie wieder tot, Mann. Oh, Gott sei Dank gibt es hier ein Health-Pack, Medikit. Medipack, wie auch immer. Und Granaten gibt es auch. Wobei ich bei denen jetzt... Da habe ich jetzt nicht gerade großartig Mangel. So, jetzt kurz nochmal. Wer oder was ist dahinter? Okay, das ist nur so ein Turm.
Die zwei gucken doch schon in unsere Richtung. Was soll denn das? So, das hier ist ein Wachturm, aber da steht keiner drauf. Das ist auch gut. Dann werde ich nochmal kurz auf der anderen Seite gucken. Hier sehen wir etwas mehr. Okay, der schießt mit Mörser. Weil er nämlich ein Arschloch ist. Alter, der weiß sofort, wo wir sind. Ja, so mega stealthy kommen wir dann hier wohl doch nicht rein. Der hat einen Raketenwerfer. Oh, du Arschloch. Du bist ein Arschloch. Okay, der ist wahrscheinlich runtergelaufen, so wie es aussieht. Wenn ich jetzt da ankomme, werde ich instant sterben oder... Ach, wisst ihr was? Scheiß noch drauf. Ach, die sind aber schnell gestorben. Aber die haben auch keine Körperpanzerung. Ui, das geht aber schnell. Wow. Heilige Scheiße. Das ging echt schnell jetzt. So, da drüben stand doch irgendwas. Irgendeiner. Guck mal. Ah, ha, 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 ha. Ha. Ich glaube, jetzt ist er tot. Ich sollte vielleicht auch, wenn ich das Ding schon habe, dann sollte ich vielleicht das Ding auch manchmal benutzen. Jetzt mal ohne Spaß. Oh, guck mal hier. Irgendwie wollte meine Maus gerade nicht nach unten. Aber ich habe ihn trotzdem getroffen. Ich weiß nicht, was du meinst. Wo kommen denn die Schüsse jetzt schon wieder? Wahrscheinlich irgendwie wieder durch die Wand oder so. Schießt er durch den LKW? Da ist nämlich einer, der schießt tatsächlich durch den LKW durch. Das heißt, die Gegner können uns durch Zelte sehen, durch solche Baracken halt eben, durch Fahrzeuge. So langsam artet der Scheiß aus. Ach, wisst ihr was, ich muss eh da lang. Warum soll ich mir noch die Mühe machen und da den ganzen Scheiß da... Oh. Moment mal. Ich habe gerade eine Idee, aber ich glaube, das ist eine ganz schön bescheuerte Idee. Ja, mehr als schief gehen kann ja nicht, ne? Kann ich auch irgendwie noch nach draußen gucken? Wahrscheinlich nicht. Sag jetzt nicht, ich hab's verkackt. Das wird niemals klappen. Vor allem so nicht. Was mache ich hier andauernd? Ich brauche mehr Anlauf, definitiv. Okay. Wir versuchen es. Boah, ist das Ding lahm. Komm, 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 komm. Komm! Ach, guck mal. Junge, bin ich blind. Okay, ich habe gedacht, vielleicht sollten wir genau das tun mit dem LKW, weil er stand schon so scheinheilig hier an dieser Straße, weißt du? Und, okay, das war jetzt schon wieder ein Fail. Das war, ja, ich gebe es tatsächlich zu. Das war wirklich... Ja, und wie komme ich jetzt dahin, bitte? Ach so. Jo, ich hoffe, dem LKW geht's gut. Mir jetzt auf jeden Fall. Wie komme ich eigentlich immer nur so auf dumme Ideen, ey? Jetzt mal ohne Spaß. Oh. Aber an sich ein cooles Level-Design. Aber das Spiel hat auch gerade gespeichert, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe da schon Gegner drin gesehen. Das heißt, ich werde kurz einen Cut machen. Ich bin nämlich schon wieder bei 20 Minuten gleich. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Haut rein, macht's gut. Bis dahin, ciao.